Er hat ja was ganz Ordentliches gemacht. Er hat ja im Prinzip beschrieben, letztendlich, wie das nachher übergeht, wo das imaginär nachher ins Reelle übergeht und so weiter, was ja diese Bell'sche Ungleichung ist. Aber er hat nicht erkannt, und das erkennt auch heute die Quantenphysik immer noch nicht, dass der Pferdefuß letztendlich in dem ist, dass man begreift, was der Impuls eigentlich ist. Impuls hat primär eigentlich keine Längenausdehnung. Also keine Raumausdehnung. Also der Pferdefuß ist die Länge. Der Pferdefuß ist die Länge. Und das muss begriffen werden. Die muss weg. Und die kommt ja weg, wenn du zum Beispiel bisher haben wir gezeigt, Relativitätsphysik, Quadrierung von c zum Quadrat. Nein, hier musst du die Wurzel aus c ziehen. Die Wurzel aus der Geschwindigkeit ziehen. Was kommst du dann? Da ja, wenn du wieder i Quadrat die Zeitdimension und i hoch 4 die Raumdimension ziehst. Wenn du Wurzel aus dem Meter ziehst, kommst du zur Sekunde. Und wenn du aus der Sekunde kommst, du als Wurzel aus Sekunde. Also du hast einen ersten Existenzkeim innerhalb des Zeitmediums und beziehst das auf eine bestimmte Zeitmediosität. Und jetzt kannst du das entfalten und siehst die Strukturen im Zeitraum. So einfach ist das, wenn man es mal ein bisschen logisch überlegt. Das ist nicht mal dialektisch überlegt. Das ist wirklich bloß mal logisch die Schlussfolgerung. Was folgt, wenn ich aus den Maßeinheiten, und das ist auch der Fehler heute, das unterscheidet sich. Bei der Physik musst du immer die Maßeinheiten mitzuziehen. Das unterscheidet nämlich die Mathematik von der Physik. Solange wir nicht die Maßeinheiten mitzuziehen, hast du auch keinen reellen und praktischen Bezug auf unsere Welt. Wir wollen ja Bezüge auf unsere Welt haben und nicht auf irgendwelche Welten, die irgendwo im Universum existieren. Ne? Das interessiert uns für unser Leben hier nicht. Naja, es ist schon noch einiges zu tun. Also, arbeitslos wäre ich nicht, aber ich könnte jetzt schon so einen Schwung von tausenden Wissenschaftlern haben, die das auch schon von Leuten haben, die erstmal das überhaupt übertragen, den Computer, und von Wissenschaftlern, die das letztendlich verbreiten und die vielleicht dann auch neue Aspekte mit hinzukommen aufgrund ihrer Fragestellung, die sie an mich haben. Dann. Ja, aber das wird sich alles grundlegend ändern, wenn dein Verleger auch deine Bücher verlegt. Ja, das denke ich mal auch. Das wird sich dann gründen. Dann habe ich dann auch eine. Da kann man ja auch mal auf Messen, Buchmessen auftreten und so weiter. Und da kann man den Genau, ja. Leuten doch mal ein bisschen was Ordentliches erzählen. Ne? Warum ja? Ja, seht ihr, so ein Verrückter, mit so einem Verrückten gebt ihr euch hier in diesem Ja, aber wir machen das mit großer Freude, auch wenn ich immer noch nicht alles verstehe. Ja, das kommt aber, das kommt aber. Es kommt. Ja, ich habe auch den Eindruck, dass sich so Steinchen für Steinchen zum Mosaik Das ist zusammenfügt. ja das Schöne, dass ich Ja. euch normallos kommuniziere, bringt ja auch mich wieder was. Was habt ihr verbraucht? Und das bringt ja mich wieder, um bestimmte Aspekte zu übersetzen in der Alltagssprache letztendlich, dass auch die Leute verstehen. Ne? Erst war es ja nur reine Mathematik, was am Anfang ist. Ich habe zwar immer auf die Physik gezogen, aber wer nicht Mathematik konnte, der konnte mich überhaupt nicht verstehen. Aber jetzt ist ja das schon so ausgeformt mit so vielen Worten. Eigentlich müssten sie langsam mal den Aha-Effekt kriegen und kapieren, was wird. Weil letztendlich ist es ganz einfach, wie gesagt. Man muss bloß kapieren, dass es nicht bloß Masse und Energie gibt, sondern auch Informationen. Und wenn man die drei zusammenbringt, dann kommt man auch zu den richtigen Schlüssen. Ne? Ja, prima. Ja, ich habe ja auch Gut. bloß von Shannon, seine Formeln habe ich ja bloß, er hat sie ja immer bloß auf die Digitalität, auf die Computertechnik, weil er wissen wollte, wie man bestimmte Informationen überträgt, welche Bitlänge und so weiter. Und ich habe da die Formel, sein L, was er da drin hat, als Kettenlänge, habe ich ja einfach bloß mal auf die Welt als Länge bezogen. Und musste feststellen, oh, das ist ja genauso hier. Und er beschreibt auch die Zusammenhänge zwischen unabhängigen Variablen, warum die letztendlich doch zum Ergebnis kommen und alles in seinen Formeln. Man muss es bloß mal richtig deuten. Mehr ist es nicht. Ja. Und ich hatte ja das Glück, dass ich in der DDR groß geworden bin, also im Westen wäre das ja nicht geworden, dass ich in der DDR groß geworden bin, wo einmal erstmal das Schulsystem tausendmal besser war als im Westen, was die naturwissenschaftlichen Fächer und die Ganzheitssichten angeht, weil man ja die Dialektik dann hatte, verstehst du? Wenn man es auch bloß immer aufs Materielle, aber man hatte ja schon diese höhere Logik, die Dialektik in Wissenschaft, gerade die Naturwissenschaften. Wie gesagt, sonst hat man die Ideologie, da hat man wieder Einseitigkeit, aber in den Naturwissenschaften hat man es ja gebracht. Und darum hatte ich ja auch immer den Bezug
den Bezug der ganzheitlichen Sichtweise und konnte das natürlich dann, wo denn die Computertechnik aufkam, sofort begreifen, dass ja hier irgendwas mit der Information zu tun haben muss und mit der Physik was zu tun haben muss. Und dann war ich ja zu DDR-Zeiten gleichzeitig in der Gesellschaft für Informatik der DDR als auch in der Gesellschaft, der physikalischen Gesellschaft der DDR. Also ich hatte von Grund auf beide Sichten sowieso schon immer Intus bei mir. Das, Ja. das sind ja erstmal die Vorarbeiten, damit ich das auch hier verwirklichen konnte. Ich bin ja da 1988 nach Dresden zur Info 88, also zur Informatikerkonferenz gefahren und alles, weil meine Chefs sowieso nicht hatten und wussten, was ich da hatte. Und ich hatte ja immer meine Freiräume, das haben die Geister für mich erledigt, die Aufgaben und so weiter. Und ich hatte ja sogar schon einen Studienplatz an der Humboldt-Universität zum Fachinformator gehabt. Aber die Voraussetzung war eine Delegierung vom Betrieb. Und die hat mein Betriebsdirektor gekriegt und so weiter. Der hat mich in allen unterstützt. Der hat ja nicht gewusst, dass ich ein Stur. Aber das ist ja eine ganz andere Frage. Aber wo der Betriebsdirektor in Urlaub gegangen ist, hatte ja der technische Direktor, Betriebsdirektor gespielt und der hat die Delegierung zurückgezogen. Vielleicht war es auch ganz gut, das ist ja mal das, was passiert ist, ganz gut, dass es nicht war. Da weiß, vielleicht würde ich da geprägt werden in eine bestimmte Richtung und nicht mehr die Ganzheitlichkeit mehr betrachtet haben und so weiter. Hatte also auch wieder seinen guten. Wir gucken mal. Da, ich musste mit meiner Frau mit nach Havelberg gehen, weil die da ihre Facharztausbildung begonnen hatte und so weiter, von Halle nach Havelberg. Und da zu DDR-Zeiten war dann auch wieder das Gute, wenn du aus gesellschaftlichen Gründen musste im Zielgebiet genauso viel verdienen oder kriegen, wie du da im Ausgangsgebiet gekriegt hast letztendlich. Und da gab es bloß eine Stelle, weil das war so ein kleiner Ort, Havelberg da, und da gab es bloß diese landtechnischen Industrieanlagen, Havelberg. Und die einzige Stelle, die das Geld mir geben konnte, das war die Stelle eines Sicherheitsinspektors. Aha. Ich war da verantwortlich für Gesundheitsarbeitsbrandschutz und natürlich war mir aber noch so die Wache ein bisschen unterstellt, aber eigentlich verantwortlich für Gesundheitsarbeitsbrandschutz. Habe ich dann auch noch eine Zusatzausbildung gekriegt und so weiter in der Richtung. Ja, ich kam in den Betrieb und ich habe keine Arbeitsunfälle mehr. Ich habe gar nichts gemacht. Ich habe mich nur mit meiner Wissenschaft beschäftigt. Und ich bin aus dem, Betrieb weg und da haben mir Leute erzählt, weil du weißt ja, wo du weg warst, du hast einen Arbeitsunfall nach dem anderen. Ich habe sogar Auszeichnung dafür gekriegt, das, was ich nicht getan habe. Aber dann siehst du, wie die Geister denn arbeiten, wie sie dich behüten und beschützen. Und solange wie du deine Aufgaben erfüllst, bist du auch gehütet und beschützt. Und darum. Und wahrscheinlich musst du dich so ein bisschen abgeschirmt sein, damit die auch nicht andere drauf kommen und vorneweg schon dagegen agieren können. Ne? Darum ja, aber es ist ja, das Zünglein an der Waage ist die Umgestaltung der Gesellschaft. Denn ohne diese dürfen wir eigentlich diese neue Technik in der Gesamtheit ja nicht einführen, weil man damit auch Schundluder betreiben kann. Ne? Das ist ja immer die Gefahr, die dann dahinter steckt. Ne? Ja. Ja, seht ihr, mit so einem Knaben habt ihr es hier zu tun. Ja, fein. Darum, ich bin sowas von optimistisch, was meine Grundhaltung betrifft. Natürlich, wenn man so einsam ist und so weiter, hätte man ja, dass man auch mal dieses Dialektische hier hat und mal das Komplementäre zum Männlichen hier dazu hat. Wenn es bei mir Doppiessen ist, ist er Doppiessen. Und der ist. Ja, ja. Ich brauche eine, die zu mir hält. Ich brauche ein starker Mann, brauche eine starke Frau, die mir meine Sachen sauber hält, mein Staub und so weiter. Und das stört vielen, wenn ich mal eine kennenlerne. Ist ja auch schon eine weggelaufen, weil es so viel Staub und mein Bad angeblich zu dreckig war, weil es zu staubig war. Darum ja, da die Richtige zu finden. Aber wenn ich natürlich dann Möglichkeiten hätte, um mich selber zu verbreiten und mehr zum Kongressen und anders fahren können, vielleicht findet sich dann das Wesen, was denn sagt, oh, mit denen möchte ich doch eine engere Beziehung eingehen. Man weiß es nicht, woher es kommt, wa? Ich möchte gefunden werden und der Hinsicht, entweder es kommt jemand oder es bleibt. Genau, das denke ich genau richtig. In Vertrauen gehen und dann wird schon. Aktiv suchen hat noch selten was gebracht. Ja, bringt doch nichts. Wenn du da aktiv suchst, dann sagt sich die, na guck, der bemüht sich doch, dann lass den mal sich bemühen. Genau. Und die sehen, was du brauchst. Und dann kommt das dann. Gucke, ich wollte 2004, hatte ich mich schwerpunktmäßig nur mit Einstein beschäftigt und nur mit der Relativitätstheorie. Und da hatte ich aber schon eine ganzheitliche Sicht bis 2004 gehabt.
Und da habe ich dann ans Universum gestellt, ich möchte doch bitte schön auch mal Einsteins Originalarbeiten lesen, weil da hat man ja keinen Zugang gehabt. Und ich komme dann in Magdeburg, in Zittigaree, in die Buchhandlung, das zieht mich magisch auf ein Regal zu. Und da liegt, das auch 2004 oder 2003 rausgekommen ist, also gerade frisch erschienen ist, von Hawkins, Klassiker der Physik. Und da sind die Originalarbeiten abgedruckt gewesen. Und ich konnte den Schweinebuckel endlich auf die Schliche kommen, wo er seine Fehler gemacht hat. Sowohl bei der allgemeinen, bei der speziellen als auch bei der allgemeinen Relativität. Bei der allgemeinen Relativitätstheorie ist es ja wirklich bloß der eine Satz, wo er nochmal eine Zeitdimension dazugenommen hat, damit er in den Raumbereich kommt und damit reelle Lösungen kriegt, weil er imaginäre Lösungen kriegt. Das ist auch richtig, wenn du dich im Zeitmilieu immer fällst und von unserer Welt aus betrachtest, sind das imaginäre Lösungen und nicht Standard. Auch das hat er nicht begriffen, weil er die Mathematik nicht verstanden hat. Die hat er ja bloß geklaut. Die hat er ja von Minkowski, von seinem Mathelehrer geklaut. Minkowski hat ja 1908 schon einen Vortrag über Raum und Zeit gehalten, wo er das schon gebracht hat, diesen imaginären Aspekt in das Zeitmedium und was die Lichtgeschwindigkeit eigentlich ausmacht und was die Meter ausmacht und so weiter. Bezogen auf Sinus und Cosinus, wobei beim Sinus die dazu sind, hat er einen Vortrag über Raum und Zeit gehalten. Und genau das ist in der allgemeinen Relativitätstheorie die Grundlage gewesen. Also wirklich nur geklaut. Und er hat es nicht verstanden, was das I bedeutet. Und auch I und auch die Formel x4 gleich ICD kommt ja eigentlich von seinem Mathelehrer, von Minkowski. Ja, der hatte ja zum ersten Mal. Einstein hat bloß kapiert, dass doch was Wahres dran ist. Na, aber, da konnte er sich ins Imaginäre konnte sich Einstein nie reindenken und darum konnte er ja auch nicht konform mit der Quantenphysik gehen. Das wäre eine Voraussetzung gewesen, um sich da reinzudenken. Übers Komplex hinausgehen bis ins Imaginäre, aber. Bis zum Komplexen konnte er immer noch, darum hat er wenigstens den I-Faktor dann noch mit drin, aber dann hört es auch auf. Ins Imaginäre konnte er sich nicht denken. Und damit kam er zu seiner Singularität, die keine Singularität ist, denn I ist keine Singularität. I ist sowohl jedes erste Existenzmoment als auch alles zugleich. Ja. Okay. Naja, haben wir wieder einiges behandelt? Jawohl. Den aufgenommen, ne? Alles klar. Lass uns die Termine noch machen, dann können wir uns dann noch fürs Jahr verabschieden und so weiter und frohe Weihnachten wünschen. Gut. Ja, lass Also, uns einmal in Angriff nehmen, ne? ja, Wenn es genau. um 1, 2 Tage verschiebt, ist ja auch nicht so schlimm, dann müssen wir bloß darüber abstimmen, falls von 1, dass wir den am Dienstag oder am Donnerstag machen, müssen wir den sehen, ne? Ja, das ist kein Okay. Problem. Das Naja. schließen wir uns einfach kurz. Gut. Ja, Ja, dann cool. wünsche ich dir viel Erfolg mit deinem Verleger, Reinhard. Dann Ja. drücken wir mal die Daumen, dass er anspringt und dass er kapiert, was in der Informationsenergetik Ja, ist. vor allem, dass er dich auch anständig vergütet. Dem Wunsch schließe ich mich an. Ja, Okay, bei einer Million wenn Bücher jede macht das eine Menge aus. Wissenschaftseinrichtung, wenn jede Wissenschaftseinrichtung sieht da bloß ein, je von meinen Büchern jeweils eins hinlegt, bin ich über Nacht Millionär. So ist es. So machen wir es. Perfekt. Alles klar. Also lasst euch gut gehen, bleibt gesund und wir Schön. dann, ne? Dankeschön. Ja, Am bis bald. nächsten Mal. Ciao. Tschüssi. Ciao. Tschüss.